So, it's our duty to keep the world in check, to make sure the engine runs smoothly. And that's Carl Ingram, Providence partner and brass balled billionaire. Harsh, a legendary political fixer, Ingram is old money and as rotten the as they must, come. Must be guided, as they are incapable of guiding themselves. However, these ideals could be misinterpreted as some form of dictatorship, and this is where I beg to differ. We are anything but, which is also why it is imperative that we, the partners, maintain our clandestine approach. The masses like to be led, but the trick is to fool them into thinking that they're not. Okay, that's enough for now. Kidding me? No, it needs to simmer for perfection. It must not be disturbed. You speed it up and you break all the glorious flavors. You'll become mush! Well, I got a call from upstairs to get hungry. When that clock breaks. Hier ist das letzte Fenster. Ich gehe mal davon aus, dass der nicht so dumm ist, sein Dings hier aufzuschreiben. Ja.
Okay. Ich hätte gerne den Golfball. Oder Evakuierungsplan. Alarm. You need to act fast before those bastards evacuate. Head for the helipad. Reach the safe zone. Someone check that goddamn exit. I copy. Alpha team, we're here. Watch your six and engage any hostile targets. Deadly force is authorized. Received and understood. I'm sorry. We moved at that boy in that wind for today. We told him what's scheduled tomorrow. Don't think this is a drill. Use the emergency parachutes in your room. They've left the helipad. Their last chance is by parachute. Make sure that doesn't happen. Yeah, I'm here now. It's all clear. Over. All right, we're in position. Okay. Gentlemen, set up a perimeter. None shall pass. You hear me? Okay, got it. You two, I have arrived at location and it looks clear. Over. Hey, you. You got a gun, right? We've got trouble. Johnny Quank in hell. Huh? Bollocks. This is Alpha 3. How copy? Over. There's a hard-ass criminal out there. You apprehend. Time to go to work. Okay, we're here. Shoot anything that moves and do not abandon the principle. Perimeter check, right now. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. 47, ich grüße Sie, DICE-7. We got him, 47. Soon there will be no more Providence. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. Vater Bär steht im Titel. Oben drin. Okay. Aber wir sind nicht Silent Assassin. Also müssen wir nochmal machen. Versuchen wir mal was anderes. Also in der Theorie
Eine Theorie. Sollten sogar beide springen. Ja, in der Theorie werden sogar beide springen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Die Frage ist halt, was passiert, wenn wir uns als Pilot verkleiden. In der Theorie sind ja beide Fallschirme da. Das heißt ja, das heißt ja theoretisch, beide springen runter. Aber was passiert mit dem Helikopter? Den Code gibst du ein, Locke, wenn du bei Epic einkaufst und Epic gibt mir dann einen Cut ab von dem verkauften Erlös. Du hast keine Mehrkosten und ich bekomme ein bisschen Gnäte. Lohnt sich die Deluxe Edition? Keine Ahnung. Vater Bär. Also ich habe die Deluxe Edition, bei mir sind alle Hitman-Teile drin. Not now, come on. Also ich habe alle Hitman-Teile. Aber ob das dann der Deluxe Edition liegt, weiß ich nicht. Also ich habe Hitman 2 auch mit dabei. Also ich habe Hitman 1, 2 und 3. Ich habe bei Epic Hitman 1, 2 und 3, ja. Mir ist alles drin. Hello. Yeah, I just wanted to remind you about the lockdown drill tomorrow. That's right, 900 hours. And the key cards to activate the alarms are still in the safe in the security room. Yeah, same code. 6927. Just don't tell your mother we'll have to shoot. Okay. Okay, but remember, you need to activate the alarm on both floors, otherwise nothing's gonna happen. Good. Yeah, we'll do. Have a good shift tomorrow. Talk to you later. Bye.
Sir. But I like listening to the radio. Our Royal Highness has never complained about it. Moin, Rayens. How are you, sir? Are you on duty tomorrow? Yeah. Why? I just wondered if you got the briefing on the lockdown drill tomorrow. I got it. I'll get issued one tomorrow morning. You know how it works? Because I don't. It's easy. Two of us are stationed up here and below by the card reader. We get an alert, we both swipe our cards, and bingo. Oh, that's not lockdown. Well, what if the other guard is using the bathroom? Well, it's time. So if that should happen, I should be able to run down and activate the other swipe as well. But I guess that will need a little practice. Happy to not be at work tomorrow. Sounds like a lot of running around. It's what we're paid to do. Yeah, and it'll probably never happen. Just like fire drills. Yeah. Just like fire drills. Okay. The alarm. You need to act fast before those bastards evacuate. Head for the helipad. Okay, mal gucken, was wir jetzt machen können. Der andere jetzt auch noch? Tatsächlich, beide kommen. Clear and weapons high. Loud and clear. Are we clear?
Semper Paratus. We're clear, sir. Hallo? What the fuck? They've left the helipad. Their last chance is by parachute. Make sure that it doesn't happen. Leiche gefunden? What the fuck? Aber das bringt mir ja gar nichts. Das hat mir ja jetzt eigentlich gar nichts gebracht. Mich als Heli-Man zu verkleiden. Weird Champ? C2, this is Alpha 1 Actual. I've arrived at location and it looks clear. Over. Nothing here. We gotta find the pump. Search the area. Roger that. Assassin Actual, this is Alpha 1 Actual. Area is clear. Please advise. Over. This area has been locked down. Move on, everybody. Remain calm. Get up. Move it. Stay calm. Nothing here, Command. Safe. We need to lock down this area. Yeah, fine. Eyes peeled. This we got him, 47. Soon there will be no more Providence. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. Please move along! Copy, Command. Still looking. Ja, wir haben jetzt ein Problem. Irgendwas war da noch nicht richtig. Irgendwas war da noch nicht richtig. Hey, Greytech 9. Something went wrong. Ich weiß nicht, ob was passieren soll. Also ich sag mal so, wir können jetzt unter Attentate... Unter Herausforderungen läuft nichts mit dem Krieger. Das war nur eine Meisterleistung. Also ich glaube, das Attentat ist als Pilot. Ist kein Attentat. Problem ist, dass man den Opa, dass man den Piloten nicht verstecken kann. Da ist nichts in der Nähe. Also wir könnten ihn nur runterschmeißen und ich glaube, beim Runterschmeißen stirbt er. Also da es kein Attentat gibt als Pilot, also ich glaube, dass der die Flucht als Pilot irgendwie funktioniert. To remind you about the lockdown drill tomorrow.
That's right, 900 hours. And the key cards to activate the alarm system in the safe in the security room. Yeah, same code. Start. Ist halt nirgendwo Platz, wo man den verstecken kann. Ich weiß nicht, ob man den hier runterwerfen kann, aber dann wird er voraussichtlich sterben. Gehe ich mal von aus. Ich gehe davon aus, wenn wir den von da runterschubsen, dass er hops geht, der Pilot. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Moinsen, Magga. 52.000 Jahre gefühlt schon hier. Weiter geht es. Aha, du wurdest erwischt. Kappa. Er stirbt dann. Der Pilot hat damit nichts zu tun. Also der Pilot ist, glaube ich, einfach nur eine Möglichkeit, wo man mit den Fässern oben ihn die beiden explodieren lassen kann. Das ist wieder so ein extra Sonderkill. Edi Neu, Dankeschön für 52 Monate und willkommen zurück. Moinsen. Vico, ich grüße dich auch. Vico Rogo.